Klar, künstliche Intelligenz ist heute in aller Munde. Nur was bringt sie gerade dir als Patient für deine Arztbehandlung, für deine Zahnarztbehandlung? Und ist künstliche Intelligenz wirklich schon so weit, dir direkt helfen zu können als praktisch Co-Assistent für deinen Arzt? Um diese wirklich spannende Frage zu beantworten, geht es heute in dieser neuen Folge. Ich habe ein bisschen Recherche betrieben und werde dir am Ende der Folge erklären, was die künstliche Intelligenz besonders in der Zahnmedizin schon kann und was sie perspektivisch auch zeitnah sicherlich sehr gut beherrschen wird. Also bleib gerne dran. Herzlich willkommen nochmal zu dieser neuen Folge. Wirklich ein super interessantes Thema, dem ich mich mal ein bisschen in meiner Urlaubszeit gewidmet habe und so ein bisschen aus der, ja, der statischen Praxisarbeit hier raus bin, um mal zu gucken, über den Tellerrand zu schauen gewissermaßen, was kann KI heute? KI wird uns in den zukünftigen Zeiten massiv unterstützen. In vielen Bereichen extrem stark, in anderen Bereichen sicherlich unterstützend ja, und in anderen Bereichen wiederum wird es den Menschen komplett ersetzen. Was bedeutet es momentan für die Zahnmedizin? Ich habe hier ChatGPT gecheckt, ein bisschen untersucht, was es bedeutet, wenn man dort Fragestellungen aus ärztlicher, zahnärztlicher Sicht und als Patientensicht mal eingibt und welche Ergebnisse man erhält. Ich möchte dir hier meine Erkenntnisse darlegen und aus Sicht eines Zahnarztes etwas beleuchten, was du als Patient daraus lernen kannst und wie du reflektieren solltest auf die Ergebnisse dieser, ja, Antworten. Also starten wir mal rein. Ich habe mal eingegeben, was denn so die Beantwortung wäre, was ich als Patient machen sollte, wenn ich jetzt eine Schwellung habe im Bereich des Mundes. Und hier kam ganz klar die Antwort, ja, wenn eben der Arzt nicht aufsuchbar ist, dann Medikament und welche Medikamente zu empfehlen werden, habe ich dann ein Ergebnis bekommen, eben Antibiotikum oder Schmerzmittel. Und hier trennt sich auch schon relativ klar die Spreu vom Weizen, denn im Bereich der Untersuchung oder der ärztlichen Untersuchung ist natürlich schon eine große Stärke von Menschen und von Ärzten, Zahnärzten, dass sie direkt den Patienten persönlich untersuchen und dass sie persönliche Nachfragen stellen können. Insofern ist es natürlich ein Nachteil, wenn eine KI hier nur eine Frage erhält und auch nicht nachfragt. Also, was ist es denn für eine Schwellung? Wie stark ist sie? In welchem Bereich ist sie? Und die Untersuchungsparameter fehlen ja ebenso. Insofern sind die Ergebnisse natürlich unpräziser und würden nur präziser überhaupt werden können, wenn auch Nachfragen erlaubt bzw. möglich wären. Im zweiten Schritt habe ich mal geschaut, wie denn die Antworten so auf Karies ausfallen. Natürlich ist es so, dass dann die Empfehlung ist, den Arzt aufzusuchen, die Karies behandeln zu lassen. Es ist allerdings auch so, dass die KI natürlich keine Diagnose stellen kann. Also sie kann dir nicht sagen, ist es eine oberflächliche Karies, Karies superficialis, ist es eine Karies mittleren Grades, Karies media, Karies profunda, also eine tiefe Karies oder sogar eine Karies penetrans, also eine Karies, die wirklich bis zum Nerven geht. Das heißt also, diese Diagnosestellung ist im Moment nicht möglich. Sprechen wir auch noch nicht mal von dieser ganzen Forensik, was jetzt überhaupt mit KI momentan möglich wäre, wenn du dort was eingibst und auch aus ärztlicher Sicht, was im übertragenen Sinne hier erlaubt wäre, dann ist es natürlich so, dass erst die Untersuchung oder die Behandlung dem Patienten und auch dem Arzt die Sicherheit geben wird, ein optimales Behandlungsergebnis dir zu geben und dich vom eventuellen Schmerz zu befreien bzw. deinem Problem. Insofern kann hier eine Antwort kommen. Diese wird allerdings so ausfallen, dass eben die Empfehlung gegeben wird, deinen Arzt, deinen Zahnarzt des Vertrauens dann aufzusuchen. Im dritten Schritt habe ich mal die Frage nach den Schmerzen versucht, ein bisschen zu differenzieren. Und auch hier ist es natürlich noch so, dass das fehlende Nachfragen bedeutet, dass wir Schmerzen dahingehend über KI schwer bewerten lassen können. Es ist sogar für Behandler und für Zahnärzte, Ärzte, jeglicher Couleur, und auch, ich schließe mich voll und ganz ein, immer wieder eine große Herausforderung bei neuen Patienten, die man weniger kennt, oder bei Patienten, denen man das erste Mal so gegenübertritt, einzuordnen,
was sind jetzt für diesen Patienten genau die Schmerzen? Schmerzen können nämlich schon sein, wenn jemand empfindlich ist, du gehst gerade an seinen Mundwinkel an und er zuckt. Und beim nächsten Patienten nimmst du ein richtig dolles Kältespray mit richtig viel Eis, gehst an seinen Zahn ran und er zeigt keine Reaktion. Dazwischen liegen so die Spannen im Bereich der Zahnmedizin. Im Normalfall ist es so, dass jeder Patient natürlich die Untersuchung ganz entspannt machen lässt. Und zum Zweiten die Untersuchung mit dem Kältespray, ja, da gibt es einen Reiz und man sagt, ja, das zieht schon recht doll. Und dann ist wieder gut. Und wenn es jetzt richtig stark zieht, dann hast du natürlich als Arzt den großen Vorteil, im Gegensatz zur KI momentan, dass du ziemlich genau siehst, wie dein Patient reagiert. Insofern, Pluspunkt für den Arzt, KI kann noch nicht nachfragen, kann emotional nicht einsehen und kann es deswegen schwer einordnen. KI kann heute Empfehlungen zum Zahnarztbesuch geben, zum Beispiel, wenn die Frage gestellt wird, was mache ich, wenn ein Zahn so stark geschädigt ist, dass er kaum noch sichtbar ist, dann ist die Empfehlung häufig, die man als Ergebnis bekommt, natürlich den Arzt aufzubesuchen. Und das ist auch sehr wünschenswert, dass das weiterhin so bleibt. Nicht einfach, um unseren Standschutz hier zu geben, sondern einfach, um dem Patienten wirklich die beste Therapie, die beste Behandlung zuteile werden zu lassen. Und das ist wirklich auch das, worum es am Ende geht. Und das sollten wir uns klar machen, glaube ich, bei dem, was ich lernen konnte, dass das Ziel dieser KI und auch schon vorher auch von Google eben ist, dem Patienten wirklich das beste Ergebnis zu liefern, seiner Recherche. Und das bedeutet ja, dass mit allen technischen Möglichkeiten das System genauso daran interessiert ist wie ein Arzt, der dich optimal behandeln möchte, dem Patienten das Beste zu tun, ihm also zu helfen. Insofern wird die Entwicklung dort rasant sein und alle Maßnahmen, die jetzt da greifen, alle Bewertungen, also wahrscheinlich sogar solche Videos wie heute hier, werden Teil der Konzeption sein, beziehungsweise der Veränderung, der Verbesserung des Prozesses sein, um Patienten dann digital gewissermaßen jederzeit 24 Stunden am Tag die Möglichkeit zu einer besseren Antwort auf Ihre Frage zu erteilen. Ich habe dann nochmal die Frage gestellt, ob es jetzt besser ist, bei einer Schwellung ein Medikament zu nehmen, ein Schmerzmittel oder ein Antibiotikum. Hier ist es wirklich so, dass dann unterschiedlich die Antwort ausfällt. Natürlich für Patienten ist es so, dass sie ja an ein Antibiotikum nur rankämen, an ein passendes, wenn sie ein Rezept haben. Heute. Insofern musst du ohnehin für ein passendes Antibiotikum den Arzt aufsuchen und ich möchte an der Stelle unbedingt sagen, keine Spezialmedikamente einnehmen, ohne vorher den Arzt aufzusuchen. Einzige Ausnahme aus meiner Sicht im Bereich der Zahnmedizin, mal ein Paracetamol einzunehmen, mal Schmerzmittel, Ibuprofen, wegen mir auch über 2, 3, 4 Tage mal, wenn man unterwegs ist, wenn man im Urlaub ist, um eine Phase der Schmerzen zu überbrücken und dann zeitnah wieder den Arzt aufsuchen zu können. Wenn es zu stark wird, bist du ohnehin in der Situation, dass du den Weg auch lokal irgendwo zu jemandem finden musst, der professionell im medizinischen Bereich tätig ist und dir vielleicht ein passendes Rezept geben kann. Nimm auf keinen Fall irgendwelche Breitbandantibiotika, die eventuell bei dir im Kieferknochen zum Beispiel überhaupt kaum eine Wirkung erzielen. Es ist mittlerweile sehr unterschiedlich, was überhaupt wirkt und es ist, ich verzichte deswegen auch hier an der Stelle auf eine Nennung von irgendwelchen Medikamentengruppen im Bereich der Antibiotika, weil es einfach sehr speziell ist. Und das sollte jeder Patient wissen. Wir kennen mit Sicherheit fast alle die Problematik der Resistenzbildung, sodass Ärzte, Zahnärzte im Besonderen sehr sensibilisiert werden heute, überhaupt noch Antibiotika zu verschreiben und man sich eigentlich dreimal überlegt, was auch absolut in Ordnung ist. Deswegen nicht jede Schwellung und auch kein Abszess im Lokalen zum Beispiel, wenn du hier mit Eiter zu tun hast. Nicht jede Schwellung und nicht jeder Abszess verlangt nach einem Antibiotikum. Das ist auch so, dass die KI hier sehr zurückhaltend diese Fragen beantwortet und das finde ich echt gut. Ja, zusammenfassend können wir also sagen, dass die Beantwortung der Fragen noch vorsichtig und vage ausfällt, dass Therapieempfehlungen nur sehr vorsichtig ausgesprochen werden und das absolut in Ordnung ist aus meiner Sicht. Perspektivisch können wir da in jedem Fall mehr erwarten, weil wir die KI ja auch wirklich damit schulen werden,
indem wir diese Fragen stellen und da auch Bewertungen in dieser Hinsicht und Videos machen. Der Input ins Internet und in Form von irgendwelchen Kommentaren zu Arztbehandlungen und Bewertungen und auch Videos ist enorm. Jeden Tag steigt das massiv an. Und ich freue mich darauf, dass sich da einiges verbessern wird. Was ich heute sagen kann, ist, und da freue ich mich wirklich schon sehr drauf, ist, dass KI heute schon 3D-Röntgenbilder bewerten kann. Insofern werden wir hier wirklich für alle Patienten einen großen Benefit haben in den nächsten Jahren, wenn man einfach ein 3D-Bild gemacht hat, dann sofort den Scanner drüber zu schieben, das Programm, die Software drüber zu schieben und zu sagen, ja, okay, ich habe alles berücksichtigt, zack, zack, lies den Text, habe alle Diagnosen, alle Befunde da und kann dann als Arzt objektiv nochmal bewerten für mein Problem, für das Problem des Patienten und für den Gesamtbefund, sodass absolut nichts übersehen wird. Und das ist ein großer Segen, weil toll an der ganzen Computergeschichte ist, das System macht keinen Fehler zweimal. Das ist eben anders als beim Menschen. Der Mensch kann ganz toll operieren und ganz spezielle Sachen machen einmal. Und wenn dann diese OP in den nächsten, sagen wir, 3 oder 5 Jahren in dieser Form oder in diesem Patientenart nicht mehr ansteht, dann haben wir immer wieder die Riesenherausforderung, uns so präzise darauf vorzubereiten oder zu müssen, dass wir uns da so tief reinarbeiten. Und das braucht KI absolut nicht. Einmal das Thema bearbeitet und dann steht die Beantwortung an. Und dann einfach nur Scanner drüber und schon haben wir das Ergebnis. Das entspannt uns in jedem Fall und gibt uns als Ärzte, als Zahnärzte auch die große Sicherheit, da nichts zu übersehen. Denn das ist das, was wir auf jeden Fall wollen. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Wenn du Fragen hast zu diesem spannenden Thema, dann schreib mir gerne hier in den Kommentaren. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dahin, dein Dr. Christian Schubert.